Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Teil von ETS 2 im Multiplayer und heute ist der Crunk dabei. Hi! Ja, guten Tag, lange nichts von dir gehört, also. Ja, lange nichts miteinander gemacht, trifft sich's eher. Wir haben noch ein paar Leute mit dem Channel, die mit bei der Spedition sind. Teilweise kennt ihr sie ja aus den letzten paar Videos. Deswegen sage ich mal Hi in die Runde. Hallöchen. Moin. Mahlzeit. So, pass auf, da wollen welche rein. So. Dann fahr ich rechts rum zur Autobahn. Wo lang willst du? Mir hat er links angezeigt, lol. Ja, mir zeigt er jetzt rechts rum an. Ja, warte, ich fahr einmal im Karree, wir treffen uns gleich. Ich dachte gerade, hä, warum bin ich jetzt raus? Ich werde nach rechts geleitet, hä? So, und zwar ist es heute so, fahren ich und der Crunk alleine, also kein großer Konvoi, wir fahren heute bloß zu zweit. Und zwar erst nach Newcastle und dann nach Aberdeen von Frankfurt aus. Ja, richtig, und da an der Ampel muss ich mal schnell eintragen, habe ich mich komplett vercheckt. Ha, siehst du, das habe ich schon lange erledigt. Ja, ich roll gerade aus, also wenn irgendwas jetzt bei mir im Weg ist, der ja, steht dann. Ich komme in der Kreuzung hinter der Werkstatt raus, hinter der Garage raus. Frankfurt am Main nach Aberdeen. Da. Wie viele Tonnen fahren wir denn? Oh, 14. Wir haben 1000 Kilometer bis nach Newcastle. Der Witz an der Sache ist, davon sind 500 mindestens mit dem Boot. Das heißt, wir haben es gar nicht so weit. Ja, ich stehe mal gerade kurz im Warnblinker. Ich fahre bis zur Autobahn und warte dann an der Autobahn auf dich, das ist das Einfachste. Ja, ich werde jetzt eh wieder losfahren, alles eingetragen. Ich habe gerade grün. Trag mich auch. Ich sehe dich, seh dich da hinten stehen. Er wollte mich irgendwie anders auf die Autobahn leiten, eigentlich über die erste Einfahrt und wir fahren jetzt gerade über die zweite. Okay. Und er hat sich erst geändert, als ich gerade vom Hof gefahren bin, aber schon nach links abgebogen bin. Da war es dann aber leider schon zu spät. Ja, ich gucke auch immer so ein bisschen zwischendurch auf die Karte, weil manchmal ist das echt irreführend, wie der dich leiten möchte. So, geladen haben wir heute Baumstämme. Das haben wir aber nur geladen, weil ich ein bisschen niedrigwertigere Fracht genommen habe, damit wir in die gleiche Richtung fahren. Ja, ich habe lecker hochwertige Fracht. Ich habe Gabelstapler. Na, yay. Naja, so wirklich hochwertig würde ich das jetzt auch nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall aktuell für mich der beste Auftrag gewesen. So, wie ihr seht, mein Kontostand ist ganz schön geschrumpft. Ich habe bloß noch 4.000, das liegt aber daran, dass ich meine Kredite jetzt alle abgezahlt habe. Das heißt, oh Gott, Froschmalz. Ja, mit 60 auf der Bahn, bis du danach kommst, ne? Wieso? Ja, mich hat er jetzt direkt auf die Bahn geworfen. Ich bin auf der Autobahn. Ja, ich auch. Hä? Wie hast du mich jetzt überholt? Ich war die ganze Zeit vor dir wahrscheinlich. Warte mal kurz umdrehen. Ja, ja, ich bin vor dir. Ach, da vorne fährst du? Ja. Ich dachte, du bist hinter mir, lol. Nee, ich bin vor dir. Wir können gerne noch tauschen. Du kannst dich gerne einholen. Ich pingel mich gerade hier wieder auf 60 ein. Ist kein Thema. Ja, nee, weil passt schon. Ja, ich meine, ich hab zwar... interessant wird's eh erst ab dem Europort. Da müsste ich dann auf jeden Fall vor dich, damit du weißt, in welche Richtung ich muss. Weil wir müssen nach Newcastle ja dann rein. Ja, ich glaube, wir fahren aber beide über dieselbe Stelle. Nee, du fährst an Newcastle vorbei. Ach so, du meinst jetzt ab da schneller, ja, ja. Ja, ja, deswegen. Mein Tempomat jetzt nicht genommen, bitte mich verarschen. So, ich bin jetzt 80 und komme stetig näher. So, ja, wo war ich denn jetzt gerade stehen geblieben? Siehst du, bringst mich voll raus, Alter. Was ist denn los? Ja, das bin Standard, ich kette doch. Schon lange nichts mehr gemacht. So. Ey, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wo ich gerade stehen geblieben bin, ey. Voll Leere im Hirn. So, ich bin erstmal auf 70, bis du vorbeigeblättert bist. Ja, ich bin gerade auf der Überholspur, also komm bitte nicht zu weit links. Oh, leck. Jetzt bist du irgendwie wieder ein ganzes Stück vor mir, egal. Ich hol dich. Ja, aber du ziehst nach. Ja, wie gesagt, ich fahr ja schneller als du. Ja, eben rum, ne? So. So, und dann ziehe ich jetzt lang. Ja, gleich. Also das heißt auf jeden Fall für euch, der Crunk wird jetzt wieder öfters mit dabei sein. Er hat sich jetzt nämlich Eurotruck auch zugelegt.
Boah, legst du, Alter, ich hab fast die Baumstämme bei mir im Gesicht. Ja, ein bisschen Abstand musst du schon halten, mein Freund. Ja, ich wollte nicht nur hinter dir einfädeln, weißt du? Ja, ich zieh nach, ich ziehe doch auf 80 hoch. Wobei, nee, ich gehe auf 82. So. Ja, dann kommst du ein bisschen hinterher und dann kannst du ja wieder abbremsen, ja, wenn du zu nah dran bist. Musst du irgendwo zwischendrin tanken? Hast du mal geguckt? Ich habe 1000 Liter Tank, also ich denke nicht, dass ich tanken muss. Ja gut, ich habe 900, über 900, passt. Müsste auch eigentlich ohne Probleme gehen. So einmal auf 82 und nach. So, und ich möchte ganz kurz erwähnen, in den Dreier-Konvoi, also in den drei Folgen-Konvoi, die ich ja jetzt hochgeladen habe, kam das bisher ja nicht zur Sprache, weil das erst danach passiert ist. Und zwar findet ihr in der Beschreibung jetzt auch den Link zum Kauf dieses Spieles, falls ihr mal Bock drauf habt. Die Links zu Spedition und auch zu dem Twitch-Stream von Robin sind natürlich auch mit drin. Und ja, könnt ihr alles in der Infobox unten mal nachlesen und nachklickern. Werbung, cool, den Twink vom lieben, ja, scheiße, ich muss dich ja Richter nennen auf dem Channel. Mist, ist für mich noch eine riesen Umstellung. Findet da bei mir unten auch irgendwo da, einfach runtergucken, so, da. So. Ja, es ist jetzt halt eine, ja. Umstellung, ja, ja. Ich glaube, ich nenne dich einfach nur noch Madin. Oder, geht auch. Nee, das war aber damals genauso, wo du hier von Crunk, wie war es jetzt davor? Blaze, ne? Auf Crunk talkt, aber ja. Du hast mich eh immer nur Crunk geschimpft, also jetzt hör auf zu maulen. Ja, aber wenn ich gesagt habe, hier den Link zu Crunk hast du nicht gesehen, findet ihr in der Infobox, da habe ich mich auch am Anfang immer ewig verquatscht. Ja, passiert, mein Gott, ist ja nicht schlimm. Jetzt kann ich auch mal ganz kurz ein bisschen was loswerden hier zum Thema Channel Switching und so. Der Crunk ist ja jetzt mal mit dabei, so, der hat ja, du, ich weiß, deine Meinung kenne ich zu dem Thema und so. Das Problem war für mich, dass ich halt mit Mediakraft nicht mehr zusammenarbeiten wollte, was ich aber leider nicht irgendwie ändern konnte auf meinem alten Kanal, denn Mediakraft hat sich da halt voll auf ihrem Vertrag versteift, die haben mich da nicht rausgelassen, warum auch immer, ich meine, ich bin bloß irgendwie so ein kleiner Fisch im Pool. Und außerdem war ich einfach mit der allgemeinen Situation auf dem Kanal unzufrieden, das heißt, ich war mit dem Namen unzufrieden und so weiter, was einfach daher herrscht, ich habe den Namen zwar schon eine halbe Ewigkeit, aber es gibt da halt so zwei Namen, die dort mit verbunden werden können, die ich halt nicht so witzig finde irgendwie auf Dauer. Anus. Das ist einer davon. Und da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und oh, ich sollte vielleicht mal bremsen hier. Ich gehe ja gerade ab, ich mit Katze bergab. Also wir fahren, ich fahre 80. Ja, ich hatte mich ja auf 81 gepegelt, aber irgendwie hat der mich ja da gerade mit 86 runtergefeuert. Warum auch immer. Aber was ich halt dazu sagen kann, ist, dank dem neuen Kanal stehen mir ein paar mehr Türchen offen mittlerweile. Und da werden viele coole neue Projekte bald auf euch zukommen. Unter anderem mit anderen YouTubern und mit Twitch-Streamern, unter anderem mit dem Robin natürlich. Hab da noch Kontakt zu zwei anderen, die vielleicht da mal Bock hätten, was zu starten, aber halt nicht im ETS. Ich stream momentan auch mal regelmäßig Schleichwerbung und so. Wow. Ja, nö, kannst du ja machen, ist ja legitim. Ja, weiß ich. Ja mittlerweile auch relativ, also ich plane ja auch mittlerweile komplett anders. Bei mir wird ja jetzt demnächst auch, hatte ich dir erwähnt, das RCT3 anlaufen, weil ich da einfach Bock drauf habe momentan. Ja. Als Vorbereitung für World, ja, Skylines ist bekannt. Und alles weitere, mal gucken. Also was ich euch schon mal so verraten kann, ist, Minecraft ist natürlich nicht ausgestorben auf meinem Kanal. Definitiv nicht. Bloß momentan einfach kein cooles Projekt in Aussicht und Gommel kommt auch nicht aus dem Knick. Von dem her hat sich da erstmal momentan so eine kleine Pause eingestichen. Dann fahren wir halt ein bisschen LKW in der Zeit, dachte ich mir. Mal so ganz doof, auch wenn es vielleicht nicht passt. Wir könnten ja mal wieder so eine Runde PvP nehmen. Das könnte man vielleicht mal, das wäre, ja, das könnte man mal machen. Was ich jetzt auch überlegt habe, ist, ich habe jetzt hier rumfliegen noch Counter-Strike. Das werde ich demnächst auch mal aufnehmen. Ich weiß bloß noch nicht, in welcher Form. Deswegen habe ich da noch nichts dazu aufgenommen. Und was ich heute bekommen habe, ist, beziehungsweise gestern bekommen habe, ist Landwirtschaftssimulator 2015. Das hat mir mein Cousin zukommen lassen für eine Weile. Ich habe mir das gestern geholt. Ja, echt jetzt? Ja.
Voll gut. Ich hab's gestern vor meinem Cousin, ich war bei meinem Cousin zum Kaffee trinken und meinte so, ach cool, guck mal an, nehme ich mir mal kurz mit. Kannst du demnächst mal wieder bei mir mitnehmen? Und er so, jojo, kein Problem, spiele ich zurzeit eh nicht. Und. Ja, ich hab mir das gestern echt gegönnt. Ist natürlich nicht auf CD, nur Code, aber habe ich noch nicht eingelöst. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe das mit dem Multiplayer noch nicht ganz gecheckt. Also da könnte man ja dann in dem Fall ja auch mal so, ne? Theoretisch schon, aber das ist jetzt mega Zufall. Ich wusste da ja mal gar nichts von. Ohne Scheiß, ich wollte dich heute Mittag noch fragen, ob du irgendwie mal Interesse an sowas hättest, weil ich ja nicht wusste, ob du da Bock drauf hast oder so. Der mega Zufall gerade, ey, ohne Scheiß. Ja, momentan echt, ich brauche ein paar mehr Simulationen bei mir. Sag mal, du wechselst die Spuren auch ohne Blinker, kann das? Ja, keine Ahnung, wenn ich weiß, es ist hier nichts los, dann egal. Jetzt halt dich doch wenigstens mal an die Verkehrsvorschriften, das geht so nicht. Ich halte mich immerhin schon mal an die Geschwindigkeit, komm, das ist schon mal ein Anfang. Hier, komm, kriegst einen Rechtsblinker, kriegst du hier für die Spur zufrieden. Bleib doch direkt in der Mittelspur. Nee, ich habe mich halt jetzt wirklich dazu entschieden, mich hauptsächlich auf diese Simulation zu spezialisieren. Ich möchte zwar auch ab und zu mal was anderes machen, aber Simulationen gefallen mir halt irgendwie, keine Ahnung warum. Simulationen sind cool und ich muss sagen, irgendwie, wir sprechen uns nicht ab, aber haben irgendwie genau dasselbe Berühmte, das ist so genial. Ja, es ist echt so. Nee, für mich gilt aber Minecraft auch irgendwie als Simulation. Da kannst du mir... Eine Simulation. Das ist eigentlich eine Simulation, wenn du es genau nimmst, nur sehr ja, hochstückhaft. Simulationshintergrund, sage ich jetzt mal. Ja, es ist eigentlich ein Sandbox-Game, aber es simuliert im Prinzip das Leben, wenn du nichts hast im Prinzip. Du musst dir alles selber craften, bauen und so weiter. Ja, genau. Also in dem Sinne ist es eine Simulation. Also ich arbeite momentan übrigens an einem Konzept, wo ich noch ein paar ältere Spiele mal bringen kann. Also es sind dann keine Simulationen. Weiß ich, aber Strategie ist keine Simulation. Na, Indies dachte man da mehr oder minder zu. Oder na, sowas wie Age of Empire oder oder warte, wie heißt Wildlife Park und sowas, weißt du? Ja, Wildlife Park ist ja auch Simulation und so weiter. Zoo Tycoon und was weiß ich nicht, was der Geier... Also, nee, nicht Wildlife Park. Siehst du, guck, das heißt Zoo Tycoon, richtig. Das habe ich ja, nämlich richtig. Das habe ich nämlich neulich mal wieder hier ausgegraben und habe das jetzt hier so liegen und irgendwie habe ich auch so ein bisschen Bock drauf. Ich habe es damals mal... Also, ich muss mal meine Erfahrung zu dem Spiel reinmachen. Ich habe damals gespielt, das Ding ist einfach nur, das wird sehr schnell sehr eintönig. Ich meine, gut, wir fahren LKW, ich sag da jetzt mal nichts. Das hat noch immer ein bisschen einen anderen Aspekt, Mann. Ja, nee, das, ich meine, ich gebe dir da schon recht. So, seit den Streifen. wir müssen mal in die mittlere Spur wechseln. Ja. Ihr merkt schon, wenn ich und Crunk quatschen, da quatschen wir wesentlich mehr. Ich glaube, das werden mehr als zwei Folgen, wie eigentlich ich geplant hatte. Na, ich gehe auch mal davon aus, dass es mehr wird, aber ich meine, ist jetzt nicht schlimm. Wir müssen nur gucken, dass wir da am Punkt sind, wo wir denn dann. Ja, ich cutte ja, also ETS cutte ich ja ziemlich viel sogar. Ja, hast du ja gar keine andere Wahl, weil ich meine, Tour aufnehmen, halbieren, pausieren, stoppen hier, das da ist nicht drin. Ja, aber das Problem bei uns beiden ist, wir sind halt eingefleischte Let's Player mittlerweile und wir quatschen halt wirklich die ganze Zeit, ne? Tendenziell, tatsächlich, in Aufnahmen ja, so jetzt ohne Aufnahmen haben wir auch gerne mal eine Stunde Ruhe und dann, ey, ja, ach, du bist ja noch da. Lebst du noch? Warte, ich komm gerade wieder. Ich war gerade eine rauchen. Ist aber echt so. Also ohne ja, es ist echt komisch. Also wenn wir aufnehmen, dann sind wir wirklich beide am Quatschen, wie Bücher. Und wenn wir nicht aufnehmen, dann sitzen wir teilweise zusammen im Channel und schweigen uns stundenlang an. Wir müssen hier runter im Übrigen. Ja, das weiß ich, halt schon gesehen. Aber es ist echt genial, muss man mal so sagen. Da kriegt der Rest noch nicht mal eine Möglichkeit, was zu sagen. Ja, der Rest ist irgendwie erstaunlich leise, obwohl ich die auch echt anders kenne. Ja, ich muss hier stehen bleiben, mein Freund. Ja, ich dachte, du bist noch so ein bisschen am Rollen, weil... Pass auf, da kommt einer nicht, dass der dir in die Karre fährt. Ich weiß nicht, der biegt ab, alles klar. Weil tendenziell wäre hier doch regelrecht voll links. Keine Ahnung, ich schieße da immer hoch, egal ob da was runterkommt oder nicht. Okay, bisher ging das immer so Pi mal Daumen gut. So, 60 habe ich. Achso, oh ja, siehst du, jetzt habe ich gar nicht auf die Geschwindigkeit geachtet. Bist du direkt mal hochgezogen. Ich war schon auf 70, wo du es gesagt hast. So, ich 60, okay, passt. Kurz nach.